Es ist ein ehrgeiziges Vorhaben, das die deutsche Abhängigkeit von fossiler Energie und deren Exportstaaten wie Russland langfristig beenden soll. Deutschland und Kanada wollen Wasserstoffpartner werden. Der deutsche Wirtschaftsminister und sein kanadischer Kollege unterzeichneten in Stephenville in der kanadischen Provinz Neufundland und Labrador eine Absichtserklärung, die vorsieht, dass Kanada ab 2025 erste Schiffe mit grünem Wasserstoff über den Atlantik schickt. Die russische Invasion in der Ukraine habe Druck aufgebaut, dem Kanada sich stelle, so der kanadische Premier. Aber die Invasion der Ukraine hat uns schneller auf den Pfad der Zukunft geführt, von der wir wussten, dass sie kommt. Eine Zukunft, in der wir nicht einfach nur unabhängig von russischem Öl und Gas sind, sondern unsere Abhängigkeit von Öl und Gas generell reduzieren. Der deutsche Kanzler lobte die Möglichkeiten, die in Kanadas Weiten liegen. Wir glauben, dass die kanadischen Atlantikprovinzen eine große Chance für uns und für Kanada sind, um zu einer Energiewende beizutragen. Kanada ist dabei ein enger und gleichgesinnter Partner. Wir müssen kurzfristig über LNG-Gas reden, aber langfristig liegt das wirkliche Potenzial in grünem Wasserstoff aus den windreichen, dünn besiedelten atlantischen Provinzen. Grüner Wasserstoff entsteht durch die Aufspaltung von Wasser. CO2-frei ist das so entstehende Gas jedoch nur, wenn der Strom für die Aufspaltung aus erneuerbaren Energien stammt. Und für diese gelten die kanadischen Atlantikprovinzen als guter Standort. Kanada muss nun Milliarden in die Entwicklung von Technologie und Infrastruktur stecken. Deutschland will deutsche Firmen unterstützen, die den Wasserstoff importieren. Ziel ist der Aufbau einer Lieferkette in weniger als 10 Jahren. Dafür ist noch viel Arbeit nötig. Bisher ist in Kanada noch keine Produktionsanlage für grünen Wasserstoff in Betrieb.